Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Ark Genesis Part 2. Langsam gewöhne ich mich an diese Aussprache. Das letzte Mal habe ich es, glaube ich, vergessen mit dem Part 2, aber das ist, ja, egal, jeder weiß, was gemeint ist. Steht ja notfalls im Titel. Ich hatte jetzt, wie angekündigt, tatsächlich geschafft, ein bisschen Lagerkram aufzuräumen. Ich habe jetzt hier noch eine sonstiges Kiste. Da hatte ich jetzt noch Schwierigkeiten, alles anständig wegzusortieren. Das wird aber... Ich habe jetzt hier eine Kiste mit unseren fertigen Strukturen, die wir gefunden haben. Also da ist ein interessanter bunter Haufen bei, beziehungsweise hier sind natürlich auch die Werkbänke und ähnliches bei, die wir schon gecraftet haben. Hat alles noch keinen festen Platz, weil, ja, das wird ja nicht unser finales Haus bleiben. Es wird größer. Dann habe ich hier einen Schrank voll mit Waffen, die ich aussortiert habe. Ja, komm, ein paar Holzspeere. Das Ding habe ich aus so einem komischen weißen Strahlgrad gezogen. Es ist so, ja, ist okay. Hab dann jetzt hier wieder die Kisten für Leder, für Fasern und für Chitin-Keratin. Und da war mir wieder klar, an Fasern mangelt es uns auf die Schnelle nicht. Und eine Sattelkiste, ein Sattelschrank. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht zwischen geguckt. Das würde ich jetzt gerne einmal zusammen mit euch machen. Weil ich habe wirklich keine Übersicht. Ich weiß, dass wir Ankylosaurus-Sattel haben und Tapajara-Sattel. Das ist das, was ich auf jeden Fall im Kopf habe. Schauen wir mal. Ankylo. Araneo, die Spinne. Artopleura, ich glaube der 100-Füßler, 1000-Füßler, wie auch immer. Weltraumdelfin. Dadon, glaube ich, Schwein. Deinon, ja, ich glaube, das waren diese Viecher, die es bei Valguero, die dazu gekommen sind. Das sind so quasi Raptoren mit Federn, die klettern können. Ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Ich glaube, kann mich natürlich auch täuschen. Wieder einer. Gacha. Ich weiß nicht, was ein Gacha ist. Gacha, wie auch immer. Hatte ich noch nie, aber ich glaube, die gab's. Bei Crystal Isles habe ich mal einen durchs Fernlass gesehen gehabt, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie die aussehen. Aber ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, die füttert man mit Strukturen. Das ist interessant. Gasbags haben wir schon gesehen. Oh, mit 118 Rüstung, jo. Ein Giganotto. Ja, zum Glück haben wir ein Giganotto bis jetzt noch nicht gesehen. Sehr großes Mistvieh. Leopleurodon. Obwohl, warte, da steht Megalodon drauf. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was ein Diploreudon ist, aber da unten steht, rüste ein Megalodon damit aus. Also, ja, wird es wahrscheinlich ein Megalodon sein. Ein Mavving-Sattel. Oh, Enton. Die hatten wir im Stream, hatten wir ja Quests mitgemacht. Das sind diese neuen Viecher, mit denen man so gut in der Gegend rumgleiten kann. Manta. Megaloceros, die Hirsche. Megalodon. Naja, das ist dann wirklich der Megalodon. Megalosaurus. Die Viecher hatte ich schon mal auf Kragnarök, glaube ich, gesehen. Die liegen einfach rum und schlafen. Die sind so. Die rollen sich immer zusammen und wenn du sie wächst, sind sie nicht sonderlich freundlich zu dir. Davon habe ich so viele. Petchirino haben wir noch nicht. Das ist ein Triceratops ohne Hörner. Desio, Tiefseekreatur, erinnert mich so ein bisschen an Lapras. Octopus, oh, ich hoffe, das ist das Känguru und ich hoffe, es gibt es auch noch. Das werden wir vielleicht irgendwann mal sehen. Petri, also hier Petineraton. Skorpionsattel. Oh, T-Rex-Sattel. Ja, stimmt. Ich wollte ja noch einen T-Rex-Farm tamen gehen. Naja, hat sich erledigt. Bisher. Haben wir noch nicht geschafft. Rollrat. Ja. Hässliche Viecher. Graben sich aber, glaube ich, ein. Sako. Ach ja, die Krokodile, die uns hier schon auf die Nerven gegangen sind. Tapajara. Peteneradon, wo wir zwei Sitzen drauf tun. Ich glaube, eher so Hubschraubersteuerung, wenn man sie fliegt. Und zu guter Letzt. Oh, Triceratops-Sattel. Tracy! Ich hab da was! Was mit dem neuen Sattel? Ach, wie praktisch! Aha! So, gucken wir mal wieder rein. Und im Inneren hab ich natürlich auch noch einen Kleiderschrank. Also,
alles noch nicht sonderlich hübsch, aber vielleicht zumindest sortiert. Ich bin halt schon ein paar Mal mehr gestorben, habe ich so das Gefühl. Da müssen wir auch mal zwischengucken, dass ich mir vielleicht mal nach und nach ein paar Teile von der komischen Tech-Rüstung da austausche. Ja, so richtig zufriedenstellen tut sie mich halt leider nicht. Auch wenn das Jetpack mega praktisch ist. Theoretisch könnte ich zum Beispiel auch diese Handschuhe, benutze den Schlag eh nicht. Habe ich welche mit richtig Fettrüstung? 156. Hat er? Theoretisch Helm könnte ich auch austauschen. Machen wir hier mal einen bunten Haufen von dem, was wir da haben. 271. Jo. Kann ich hier einen Ordner? Ich konnte hier doch mal Ordner erstellen, ne? Tag. Tech Anzug. Umlaute nimmt er nicht. Annehmen. Und nehmen wir die doch da mal rein. Schön. Kann ich sie immer dabei haben. Dann kann ich auch mal ein bisschen auf Gewicht leveln, damit es auch gar nicht auffällt, dass ich immer so einen Scheiß dabei habe. Weil falls wir es doch brauchen, kann ich dann wechsle ich natürlich gerne wieder rüber. Oh, 550 ist eine schöne Zahl. So. Ein Test noch. Wenn ich jetzt auf alles übertragen gehe, bleibt das in der Folder drin? Ja. Ach, wie praktisch. Oh, 12 Punkte hat er schon wieder. Wie geil ist das denn? So. Plan. Wir werden uns heute vielleicht mal Richtung Nordhälfte von der rechten Map begeben. Wollte mich da auch noch mal ein bisschen umgucken. Da hatten wir ursprünglich mal gestartet, wenn ihr euch erinnert. Da gab es auch über diese komischen, ich nenne sie einfach Entons, also hier Mavings. Und, ach, wir hatten ja einen Sattel. Ach, wie praktisch. Das wird vielleicht mal ein Maving gönnen. Weil ich fand das Handling, als wir das Rennen gemacht hatten, das war schon ziemlich geil. Wo war er denn? Das Ding hier, ne? Boah, da bin ich mal gespannt. Aber ich würde natürlich gerne, dass wir mit richtig Profi-Tame-Equipment losgehen. Ich würde vielleicht gerne von der Flinte diese Betäubungspfeile verwenden. Kann ich mir eine Flinte. Ah, das Problem ist, wir haben zwar Flinten, aber die machen halt exorbitant viel Schaden. Und für den 10-Prozess ist es natürlich nicht gut, wenn es viel Schaden macht. Die schwächste, die wir haben, ist 171. Ja, komm. Passt schon. Ich würde gerne diese Betäubungspfeile machen. Die hier. Oh, die gab es sogar erst auf Level 62. Gibt es die auch mit den besseren Narkotikern? Zweiundsiebzig vielleicht. Oh, wie viel Level habe ich? 63. Ah, die kann ich mir noch nicht mal leisten. Wie gut ist das denn? Ist okay. Dann werden wir vielleicht doch einfach mit den Pfeilen arbeiten, die wir haben. Lassen wir den Plan mit der Flinte noch mal kurz sein. Da bin ich mal gespannt drauf, wenn wir so mal so weit sind. So, dich haben wir. Vielleicht sollten wir noch einen Zähmkäfig irgendwie mitnehmen. Oh. Die Frage, wie sperren wir ihn am besten ein? Ich könnte hier mal wieder auf meine Urspr auf diese Stone Gateways zurückgreifen, die ich immer nehme. Ah, nicht die Behemoth. Ich hab doch, da gab es doch immer noch einen dazwischen, oder nicht? Ha.
glaube, ich habe doch immer die genommen. Level 27. Schauen wir mal, was wir da haben. Probieren wir es einfach mal. Davon hätte ich jetzt gerne welche. Gateway. Ich mache erstmal ein, um zu gucken, ob das das ist, was ich jetzt hier gerade suche. Materialien habe ich da. Sehr schön. Ah! Doch, das ist genau das, was ich haben wollte. So. Wie viele kann ich mir denn davon leisten? Oh. Ah! Da fehlt einem schon mal wieder Holz. Wie immer. Nee, ich würde gerne diese Dinger mitmachen, dass wir dann so einen Tamekäfig aufbauen können. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie sich das mit dem Zähmen verhält von den Mavings. Toller Name. Wäre doch auch ein interessanter Name für ein fliegendes Schaf. Mäh-Wing. Naja, egal. Der war stumpf, ich geb's zu. Ah, ist hier kein Baum? Doch. Oh, gib mir noch mehr Bäume. Bitte. Steine hatte ich ja noch genug da, glaube ich. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen Stroh mitnehmen. Oh. Genau. So. Dann spielen wir das ganze Spiel nochmal. Gateway. Ja, not enough Platz. Ist in Ordnung. Machen wir den Kram hier erstmal rein. Alles gegen Ordnung. So. Gateway. Damit habe ich dann 4. Ah, ein paar mehr können es ruhig noch sein. Sind mir jetzt erst auf die Steine ausgegangen? Wow. Oh ja, gut. Das ist ja glücklicherweise ein relativ unkompliziertes Problem. Steine sind mir ausgegangen. Ist okay. Na, ich weiß noch, als ich das bei Genesis 1 hier den ganzen Kram aufgebaut hatte, da hatten wir im Sumpf ein bisschen Problem, hier die ganzen Ressourcen so gut ranzukriegen in der Nähe. Beziehungsweise ranzukriegen und zu überleben. Wir haben, was das angeht, hier gerade eine deutlich bessere Ausgangssituation. Oh, kannst wieder zurück. Zack. Gewicht und Ausdauer kriegst du jetzt. So. Hey! Was war das denn? Autolauf? Ah, hier. Gateway. Dann hätte ich zumindest schon mal 6. Müssen wir mal gucken, ob wir damit hinkommen. Hoffe ich doch einfach mal. Dann hätte ich gerne davon noch 2. Ich bin gespannt. Zähmkäfig erledigt. So, wir nehmen Oreo natürlich mit, für den Fall der Fälle, dass wir irgendwas Cooles haben zum Töten. Hier, hallo. Danke. Oh, 12 Punkte. Muss ich mal gucken, wo ich den hin investiere. Also die 12 Level. So. Wir werden jetzt nämlich noch einmal rüberfliegen. Zehn Futter. Was haben wir denn da? Schönes da. Das hier sollte theoretisch sogar more effektiv sein Prime Meat. Okay. Nehmen wir mit.
Falls er Pflanzenfresser ist, nehmen wir Mejobären mit. Und falls das gekochte Hammelfleisch doch nicht gut genug ist, nehmen wir noch mal ein bisschen rohes, normales mit. So, und so dürften wir schon mal an alles gedacht haben. Haben wir noch eine zweite Kryokapsel? Jo, Sattel eingepackt. Perfekt. Dann ab nach Norden. Ah, wir werden aber vielleicht. Ich werde mich unterwegs noch mal ein bisschen genauer umgucken hier. Also hier die Ecke, die kennen wir ja schon. Wir haben jetzt auf der Südhälfte ja schon sehr viel Zeit verbracht. Oh, was ist das da eigentlich? Ach, das ist, glaube ich, der Weg, wo wir hochgekommen sind. Oh, gucken wir mal. Joa. Ah, ja. Stimmt. Das sah schon ziemlich cool aus, alles hier. Miau. Lauf, lauf, lauf. Ab durch die Bäume. Das ist so gigantisch hier, das Ding in der Mitte. Ey. Ah, hier runter gucken. Das geht hier über die volle Länge und tief runter. Oh, ist das schon der erste? Ich glaube, das wird ein kurzer Ausflug, Leute. Darf ich dich einbauen oder haust du ab, wenn ich zu nahe komme? Bin ich mal gespannt. Ah. Mal kurz warten, bis ich hier sein Bewegungsmuster ein bisschen analysiert habe. Okay, er läuft einfach im Kreis. Oh, er bewegt ziemlich, läuft ziemlich viel im Kreis. Ah. Ich weiß leider nicht, wie sie sich verhalten, wenn ich auf sie schieße, deswegen würde ich es lieber einsperren. Zumindest es versuchen. Das hat ja erstaunlich nicht funktioniert. So, nehmen wir den Kram wieder mit. Oh, wir schaffen das schon. Ja, bei sowas relativ geduldig. Oh. Welcher von euch war denn das, den ich jetzt haben wollte? Dich gar nicht. Den da hinten, ne? Jo, dich will ich haben. Oh, schade. Passt du überhaupt durch von der Breite her? Nein. Oh. Doch. Aber. Mich verarschen hier. Muss ich dich? Doch. Ganz ohne Tame? Also ohne Zähmkäfig holen? Wie viel Torpe hast du denn, bevor ich jetzt Experimente mache? 904. Das ist nicht viel. Nein! Das war der erste gute Versuch. So, mein Großer. Gut.
Gut, das ist jetzt kein schöner HS drin. Einfach reinschießen? Jo. Ha, kommst nicht weg, ne? Haha. Das war? So, oh, so, so. Was auch immer du willst, nimm es. Beobachten, was nimmt er? Jetzt Fahrstuhlmusik. Oh, er hat schon was gegessen. Ah, er hat das, glaube ich, das gekochte Lammfleisch genommen, ne? Ah. Nee, dann. Das scheint ja alles zu passen. Nehmen wir den hochprofessionellen Tame-Käfig wieder mit. Warte mal. Rohes Hammel ist doch noch besser. Ich frag für einen Freund, ne? Hier, komm, hab doch noch mal was. Ey, da lief doch noch ein Schaf rum. Ist ja göttlich. So, was nimmt er? Lieber gekochtes oder rohes Hammel? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das Rohe, war klar. Oh, wie gut! Willst du auch noch dazu gehören? Wahrscheinlich nicht, ne? 55er. Oh, wie gut. Stickstoff, 100%. Ach so. Für Beete. Alter, ist gleich fertig. Sehr schön. Und das noch bei 100% Effektivität. Ah, sehr schön. Ich pack Oreo mal wieder ein. Zack. Oh, du bist jetzt mein Anton. Das hatte ich im Stream gesagt, wenn ich einen habe. Als Ersatzelternteil für alle Tierbabys? Hä? Was? Wahrscheinlich nicht für die Fortpflanzung gedacht. Oh, du wirst eingepackt? Jetzt machen wir eine kleine Tour mit Anton. Na, was kannst du eigentlich Tolles? 2500 live? Ah, hier, warte mal, hör auf das gute Zeug. Ach, scheiß drauf. Ist dich satt. Bei dir hält es eh länger. Und hier, Sattel. 2500 Gesundheit. Da müssen wir auf jeden Fall optimieren. Gewicht können wir nochmal aufbauen. Nursing Effectiveness. Okay, da müsste ich mich natürlich. Damit müsste man mal gucken, was damit gemeint ist. Oh! Der ist sogar auf dem Boden gar nicht so langsam. Woo. Ah! Ach, die Fahrstühle, genau. Das Ding ist witzig. Weil ich hab dich Anton genannt. Kannst du gut schwimmen? Okay, ich wollte eigentlich nur reinhüpfen. Wow, der schwimmt sogar richtig gut.
Ist das ein Kakinos? Ja, Leute, geht weg. Wie cool ist das denn hier? Ey, kurze Frage. Das ist jetzt so, ich sag ja mal, nicht Spoiler und ähnliches, aber hier der Kakinos. Tamet man den nicht theoretisch mit Kanonenkugeln? Kann man das unter Wasser überhaupt machen? Ich weiß, hätte ich jetzt den Tech-Helm auf, würde ich jetzt auch nicht ersticken. Also halt, gut. Das ist so. Kann man den Kakinos hier unter Wasser überhaupt holen? Witzig. Ah, er prallt auf dem Wasser, Wasseroberfläche ab. Sache ist, jetzt ist Nacht. Warte mal, Gamma. So. Damit wir alle wieder mehr sehen hier. Ach du Heilige! Ach, wie viele Haie! Wie viele Haie einfach! Alter, Spawnblase oder was? Hallo Leute! Ach, das sind Delfine! Oh, ich dachte, das sind Haie. Rochen? Okay. Gehen wir erstmal wieder hoch. Witzig. Wollte ich da jetzt eigentlich unten drunter irgendwo hintauchen? Ne, ich dachte. Kakinos, geh weg, geh weg, geh weg. Die Viecher können an ihr einkrallen. Weg, weg, weg. Anton! Oh, hier. Kein Stress mit Kakinos, bitte anfangen. Kakinos, wie auch immer. So. Wie weit oben bin ich denn jetzt? Wie will ich noch nach da? Ach, perfekt, reicht. Oh, ich sagte, wir gucken uns ja noch mal kurz die nördliche Hälfte an, um... Oh, gut, ich dachte jetzt, um den hier zu zähmen, aber haha, das haben wir so schon geschafft. Schauen wir einfach mal. Ach, ist das Ding witzig. Ja, ja, hi. So. Schöne Ecke hier. Gucken wir uns natürlich kurz um hier. Okay. Mach das nochmal. Witzig. Also er kann Beeren ernten. Wie viel Schaden machst du? Ein Rhino. Oh. An dir probiere ich das aber lieber mal nicht aus. Komm, ich beiß euch mal rein. Oh, nett. Und jetzt tschüss. Hab keinen Bock auf Stress. Hast du falsch an? Nö. Witzig. Ab nach oben. Oh, hübscher See. Abtauchen. Du kannst ja wunderbar schwimmen und fliegen. Oh. Gut, das Abtauchen ist unspektakulär. Oh. Sieht echt nett aus hier. Hätten wir vielleicht auch hier wohnen können.
Ah, Mann, ich muss eigentlich mal anfangen, zufrieden zu sein. So, ist doch gar nicht so schwer. Oh. Mammuts? Warte, ist das Obsidian oder einfach nur schwarze Steine? Oh, das ist Obsi. Ja, cool. Brauchen wir jetzt gerade nicht, aber ich finde es cool. Nett. Hier noch mehr, was wir gebrauchen könnten. Also Metall würde ich mitnehmen. Oder ein Ankylosaurus. Oh mein Gott. Der hat hübsche Farben. Und da ist sogar ein Ankylo. Level? Oh, eigentlich gar nicht schlecht. Aber nee. Der hat schöne Farben. Der Tech, der Stego hat echt schöne Farben. Ich hätte gerne einen weiblichen Ankylosaurus. Erstmal aus Prinzip für den Anfang. So. Ich klinge voll sexistisch, wenn ich das so sage. Oh Mann. Oh. Oh, Jotyrano? Mit dir brauche ich jetzt nicht spielen. Was ist da los? Känguru! Oh, es gibt sie! Ja, okay, ein 145er, dann darf es auch männlich sein. Oh, kann ich von hier aus runterschießen? Oh, hier sind ja alles voll mit Ankylosauriern. Oh mein Gott. Okay, ich hätte gerne den, der da drin feststeckt. Ich befürchte aber gerade, ich sollte hier aufräumen. Auf dass man Merving nicht daran stirbt, bitte. Zum Beispiel dich. Ah. Oh. Hat er sich da hinten mit dem Ankylo angelegt? Str. Nö, können wir mal gucken, ob wir vielleicht einen Ankylosaurus hier kriegen. Auf jeden Fall kriegt das Mammut da hinten gerade dauerhaft Schaden. Ey, Leute. Nein, 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 nein. Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass ich hier vielleicht mal wieder übertrieben habe. Ah, da drin wird irgendwo gekämpft. So, du bist der 145er, dich will ich nicht töten. Ja. Was mache ich hier? Ah. Oh, warte, du kriegst doch richtig Bonus, wenn ich hier Insekten töte, oder? Oh ja, komm her, gib mir. Oh. 150er. Bam. Ha. Oh. Was machst du denn da Schönes? Nix mehr.
So, ihr geht jetzt mal alle auf Passiv. Wir holen uns einen Ankylosaurus. Plop. Naja, kommt zum Spielen. Noch nicht. Ah, ich hätte ihn vielleicht einsperren sollen. Oh. Also wozu habe ich denn einen Tame-Käfig dabei, wenn ich trotzdem das tue? Ah. Aufpassen, ich möchte nicht den Stego angreifen. Ich hätte ihn einsperren sollen. Oh. Moment. Schon wieder so ein scheiß Bug, dass er nicht nachlädt. So. Oh, wie viel brauchst du denn noch? Ah, doch, 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 wir haben es gleich. Perfekt. So, Mädchenbären. Gut, Noah. Wir versuchen dich zu verteidigen. Gut. Wir sind jetzt aber schon wieder bei 37 Minuten. Ah. Das heißt, ja, ich lasse den hier kurz durchlaufen. Wird das natürlich nochmal mit ranschneiden, wenn hier jetzt irgendwas Spannendes passiert. Und würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns hier nochmal ein kleines bisschen weiter umgucken auf der nördlichen Seite. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!